eine neue Lieferung Ares 2 ist bei mir eingetroffen. Und ich habe mir gedacht, mal so schnell euch mal zu zeigen, wie der Klangeindruck ist, direkt aus China, wenn der Ares hier angeschlossen ist mit meinem Kabel. Seht ihr ja hinten in blau vielleicht. Und einem Standard-Netzkabel und einem Diamond SPDIF-Kabel. Ja, und das Ganze habe ich jetzt mal schnell angeschlossen, um euch das zu zeigen, wie es frisch aus China klingt. Und gleich gibt es dann einen Klangvergleich mit einem Audio GD R8. Ich lege mal los. Netzkabel, mein Cinch-Kabel und das Diamond von AudiQuest vom Chase Audio CDT 2MK2 ist alles dasselbe. Nichts geändert, einfach nur 1:1 getauscht. Und jetzt hören wir uns das Ganze mal an, wie der R8 klingt. Nur dazu sei gesagt, R8 kostet natürlich fast das Doppelte von dem Ares und hat alle großen Upgrades von Magna HiFi erhalten und ist natürlich auf dem neuesten Stand.
Steht auch zum Verkauf. Falls ihr noch Interesse habt, einfach melden und los geht's. Entschieden habe, das ist ein super Teil, kann man nicht klagen. Wenn man aber mal den Bauteileaufwand vergleicht und die Größe des Gerätes und drei Trafos jetzt im Audio GD und in den Dena Fripsis ein Trafo drin,
Preisvergleich dazu. Und jetzt nochmal das Gravierendste ist, der Audi GT ist voll eingespielt. Der hat natürlich hier schon ein paar Stunden auf dem Buckel. Und der Ares kommt frisch aus dem Karton. Und Dena Fritz, also ich bin's, ne? Ich bin immer hier, ne? Dena Fritz-Kenner wissen das, wie lange die Geräte brauchen, weil die halt große Kondensatorenbanken da drin haben. Ja, dann weiß man, was der Ares dann später, wenn er sich mal richtig eingespielt hat, noch an Klang zulegen kann. Und wenn man dann die Preisdifferenz dann betrachtet, ist der Ares einfach ein Hammerschnäppchen mit einem super Sound. Der Audi GT ist ein bisschen genauer, im Bass auch ein bisschen differenzierter, die Raumdarstellung ist jetzt ein bisschen besser. Der Ares kommt natürlich, zieht noch nach, aber der Ares macht so eine Magie. Ich weiß nicht, was es ist, aber der macht ein Raumbild, das ist einfach unschlagbar. Für den Preis dann sowieso. Mein Statement dazu, ich hoffe, ihr habt es noch nicht einigermaßen noch gehört. Ich komme hier mal von der Seite, wird es was lauter, ne? Oder von der anderen Seite, hier was lauter, ne? Schuhe, Stereo, Mikrofon und bis bald wieder auf diesem Kanal. Bis dann! Ach ne, ich nehme euch nochmal mit hier zum Audi GT. Kann ich euch ja mal gerade zeigen, das Gerät. So. Da ist er. Na, das ist toll. Ich mach mal den Player aus hier. Das mag ich nämlich nicht, wenn er vor sich auf Pause vor sich hindreht. So, und wie ihr seht hier, mein Silber-Gold-Kabel mit modifizierten Neutrik-Steckern und ja, dem modifizierten Audio Quest Diamond und einem Standard-Netzkabel. Ja, muss man auch mal dazu sagen. Da passiert natürlich einiges, wenn man da mal einen Hurricane dran macht oder ähnliches. Aber egal, das war schon sehr schön. Und man sieht hier so ein paar kleinere. Ne? Der hat natürlich schon ein bisschen was hier in der Ausstellung auf und Abbau und so. Bleibt nicht aus. Ja? Aber ansonsten sehr schönes Gerät. JS Audio, schönes Gerät. Terminator, schönes Gerät. Kinky Studio XM1, schönes Gerät. Ja, so muss aussehen. So, jetzt schönen Sonntag noch. Bis dann. Tschüss.